1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 ist sogar gut, weil wir dann eine Zahl in der Mitte haben. So. Also, es wird Zeit, ins Bett zu gehen. 47 ist gut. Gute Nacht. Weil wir dann bei 23 sind von beiden Seiten. Oder eben von einer. Und dann ist die 24. Nicht die für 48, sondern diejenige, die halt in der Mitte ist. Gut. Genau das machen wir jetzt. Und dann sagen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, 24, ich markiere die mal. Zack. Okay. Da hätten wir die Markierung für 27, dann können wir hier ein Loch einschlagen. So, du kannst dann auch weg. Zack, zack, zack. Und dann ist hier eigentlich fast schon. So, du kannst dann auch noch mal weg. Genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ha. Und dann hätten wir hier ein gigantisches Tor. Und das geht dann davor. So, haben wir jetzt wirklich Breite von 5? Hier haben wir Breite 3, hier haben wir 5, hier haben wir. Ah, hier muss man noch einen raus, okay. So. Dann würde ich mal zurückgehen und also hier nochmal rein. Wow, okay. Okay, also das passt dann wirklich. Zack, 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 hier ist die Mitte und ich laufe da genau auf dieses Haus zu und ein Stück nach links und da ist die Tür. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, wie gesagt, das Einzige, was man hier jetzt vielleicht noch machen können, ist da oben vielleicht noch ein bisschen ein Torbogen oder irgendwie so hin. Weil für ein Mauertor, vielleicht müsste man die Mauer sogar noch ein bisschen höher setzen. Aber für so ein Mauertor ist es halt ein bisschen. Naja, und ich würde das auch eigentlich anders machen wollen. Aber dazu muss ich jetzt an die Werkbank. Und dann könnt ihr gleich sehen, was ich da eigentlich vorhabe. Wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken. Genau. Ich gehe davon aus, dass ihr euch das denken könnt. So, das sollte erstmal reichen. Und dann würde ich nämlich sagen, Fluff und Fluff und Fluff und Fluff. Und dich muss ich jetzt leider wieder wegmachen. Und Fluff. So. Und wie gesagt, also bei dem Bogen im Grunde müsste ich dich auch wegmachen. Im Grunde müsste ich dich auch wegmachen. Habe ich dich gesammelt? Ja, scheint so. Und dann. Zack. Und dann zack. Und hier. Und hier. Und dann zack. Und zack. Oh, und dann sieht es mit dem Ding in der Mitte vielleicht gar nicht so blöd aus. Ja, das geht eigentlich fast.
Das geht eigentlich fast. So, und dann wäre die Überlegung, dass man hier ein 3... Sind da wieder Enderman? Ne, sind Pferde, okay. Dann würde ich quasi ein Dreifel... Nee. Drei breit ist doof. Also eigentlich bräuchte man eh ein Vorfeld. Also hier, das mit diesem Vorfeld ist eigentlich gar nicht so blöd. Und dann würde ich vielleicht auf dieser Ebene 1, 2, 3, 4, 5 breit, oder? Also wir bräuchten halt einen Graben. Und hier hinten haben wir den ja quasi implizit geschaffen. Und den könnten wir ja noch sogar weiter nach hinten ziehen. Okay, auf jeden Fall hätten wir hier jetzt halt so ein Haupttor, durch das man halt durch könnte. Ah, ist das in Linie? Ja, ist es. Das hier auch, okay. Wie gesagt, da drüben, da kann man halt noch drüber nachdenken. Wahrscheinlich würde ich den wirklich sogar wegmachen wollen. Aber erst, nachdem ich da oben ein bisschen was hingebaut habe. Und das zeige ich euch jetzt. So, dann machen wir hier die Erde weg. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Aber wir könnten es trotzdem probieren. Ob wir... dafür brauche ich dann jetzt aber wieder die Erde. So, dann würde ich die Erde vielleicht mal da hinsetzen. Und dann würde ich dich mal da hinsetzen. Und dann würde ich mal vielleicht... hier die Erde hinhauen und dann würde ich hier dich hinhauen. Dann würde ich hier dich hinhauen und dann gehen wir nochmal runter. Und dann mache ich dich weg. Und dann machen wir dich weg. So. Und dann würde ich das vielleicht so machen. Und so. Und dann sage ich dazu, kann man machen, muss man aber nicht. Pam. Pam. Oder hier. Pam. Ja, eigentlich finde ich das, eigentlich finde ich diese Fackeln dann auf dieser Dreierhöhe fast viel hübscher. Okay, hier jetzt nicht. Innen nicht, außen ja. So, also du und zack und du. Okay. Das wäre dann zumindest schon mal ein Anfang für so ein Tor. Wie gesagt, bei dem Tor finde ich eigentlich die Decke auf dem Niveau fast ein bisschen bedrückend. Deswegen ist eigentlich die Überlegung, ob ich die Lücke nicht... ob ich oben auf dem Wehrgang, also es da oben soll ja der Wehrgang sein, hier unten drin übrigens auch, da werde ich dann wahrscheinlich mir auch noch was überlegen müssen, wie ich hier, also der Plan und die Idee ist eigentlich hier, dass hier unten wirklich die Soldaten laufen, unten drunter übrigens auch, da war ja auch eine kleine Lücke, und dann soll es halt hier immer wieder so Abgänge geben, auf dem man die Ebene wechseln kann. Und hier sollen natürlich auch noch Lücken sein und hier sollen Schießscharten sein und. Apropos, die wollte ich wegmachen. So, dankeschön. Und die Fackel müssen wir dann halt auch noch sinnvoll verteilen. Mir ging es jetzt erstmal am Anfang halt wirklich darum, dass hier wirklich Fackeln sind, damit nicht wild gespawnt wird in diesen Gängen. Das fände ich etwas suboptimal, vor allem wenn der Creeper spawnt. Hier sieht es auch aus, wie Kraut und drüben. So, was wir da auf jeden Fall machen könnten, wäre dann halt wirklich zu sagen, hey, okay, wir machen hier einen kleinen Graben. Da hinten ist ja unser Steinbruch. Und
Und da bin ich ja eh am überlegen, ob ich da nicht eine Hütte für. Ja, eigentlich gar nicht so blöd. Eigentlich gar nicht so blöd. Holz ist da unten, ne? Weil diese Leute, die da arbeiten, die brauchen ja auch ein Hüttchen. So, und die haben auch normalerweise gar nicht so viel Platz. Quatsch, wo gehe ich denn hin? Ich wollte dieses Bett noch mitnehmen. Und dann wollte ich hier im Inventar nochmal sagen, zack. Da drauf. Da drauf. Da drauf und da drauf. Und dann wäre der zumindest schon mal voll. Wenn ich dann später noch mehr brauche, dann kann ich mir die hier einfach holen. Und dann, es wird schon wieder Nacht. Es ist doch unglaublich. Okay, dann würde ich halt sagen, die bräuchte ich dann ja da. Und dann würde ich da wirklich sagen, du kommst jetzt erstmal dahin. Wir gehen auch schon wieder schlafen. Gute Nacht. Und dann düsen wir hier wieder raus und dann würde ich mal für unsere Handwerker. Ach so, den gibt es ja gar nicht mehr. Dann gehen wir eben durchs Haupttor und dann würde ich da zu unserem Steinbruch gehen, der dann übrigens da hinten wäre. Also der Zugang wäre dann wirklich hier. Und dann würde ich das wirklich 3, 4, 2, 3, 4. So, da würde ich wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen. Also, das ist wäre dann quasi so eine Steinmetzhütte, die wir da halt hätten. So, und dann hier vielleicht auch noch so ein bisschen rein. So, und dann könnte man hier halt wirklich sagen, jo, mach mal Licht. Jo, mach mal Licht. Und dann hätten wir quasi das Holz, das wir hier haben. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Kommt da irgendjemand? Nein! Hey, raus da! Okay, da oben ist ein Kaninchen. Und dann würde ich einfach wirklich hier sagen, zack, 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 zack. Zack, zack und zack. So. Und dann wäre da vielleicht noch ein kleines Türchen. Aber dafür gehen wir jetzt erstmal hier rein. Weil, der hätte dann halt wirklich sein Bettchen. Vielleicht da. Zack. So. Genau. Und dann kämen da diese. Käme diese Werkbank da irgendwo hin, vielleicht ja vorne hier so, und dann hätte er eine Kiste für das Arbeitsmittel und hier vielleicht noch so für privates Zeug. Das können wir ja noch machen. Holz haben wir ja erstmal genug. Eins, zwei.
Und du kannst auch wieder zurück. Inventar wollte ich dich nochmal verschieben. Genauso hier und hier. Vielleicht auch noch einen daneben. Für den Anfang reicht es. Und dann würde ich vielleicht auch noch mal eine kleine Türe bauen wollen. Jetzt haben wir schon wieder drei Türen. Die mag ich doch immer nicht. So, und dann wäre das hier. Tür auf, Tür zu. Machen wir uns hier vielleicht auch noch eine Druckplatte. Das ist jetzt hier mit diesen beiden Kisten ein bisschen